gleich Tabak. Tabak kommt direkt neben den Fisch. Pass auf, das machen wir direkt neben den Fisch. Zack, so. Bums. 3. 1, 2, 3, 4. Okay, das geht nicht. Flop. 4, 4. Zack, so. Läuft. Naja, nerv mich nicht. Mit deinen dämlichen Äußerungen. Habt ihr eh keine Ahnung. So, was sagt denn die Fischbude? Ah, Fisch scheint zu gehen. Ist das jetzt auch ein Fischgeschäft? Das ist ein Fischgeschäft. Es gibt ja auch nichts anderes. So, der Laden ist auch schon fertig. Das ist hervorragend. Da können wir dann direkt einen Fußboden reinmachen. Da nehmen wir hier grüne Fliesen. Für ein Tabakgeschäft eignen sich total, total gut grüne Fliesen. So, dann wird das Ganze als Geschäft markiert. Zacki zack. Dann bauen wir da rein. Auf jeden Fall, das ist ja alles so ein bisschen... Ich weiß auch gar nicht, in welchem Regal finde ich denn Tabakwaren. Das ist ja mal eine ganz andere Frage. Ah, hier in dem. 1. 2. So, Tabak. Mülleimer vor die Tür. Diebstahl. Kasse läuft. So, verwalten. Lager verbinden. Kannst du das nehmen? Öffnungszeiten sind natürlich von 6 bis 10. So, dann Personal. Wir brauchen 2 Kassierer. Dann nehmen wir den und den. Schließen. Und wir brauchen 2 Lageristen. Dann nehmen wir den. Und dann nehmen wir zur Überraschung aller den. Und dann wird das hier schichtplanmäßig hier so einjustiert. Und dann läuft das. So, dann machen wir hier Produkte. Da muss ich jetzt mal gucken, was man da, wo man da hin muss. Da muss man zu Sonstiges. Das ist toll. Hier ist, Oh, für den Namen, für den Ladennamen habe ich auch eine gute Idee. Verwalten. Brauchst du mehr? Kauf was mit Teer. Hervorragend. Wir haben schon wieder Parkplatzprobleme. Das ist eine mittelschwere Katastrophe. Pass mal auf, wir bauen hier eine Tiefgarage hin, das nicht geht. Das nicht geht, klingt auch faktisch ganz falsch. Warum kann ich denn da nicht weiter? Was? Was willst du? Quatsch, du keine Scheiße, Alter. Bau das da dran. Und wenn ihr da die Straße gebaut habt, können wir hier irgendwie vielleicht nochmal was dran machen. Es ist alles Unorgangsstimmung hier. Ich kann gar nicht so viele Hausmeister einstellen, wie ich Dreck hab. Ich frage mich, ob ich da zu wenig Mülleimer habe. Wobei, wenn ich mir das so angucke, wie viele Ratten sich da an den Müllbergen sammeln, da weiß ich ja auch nicht. Keine Ahnung. Ich habe auch vielleicht ein bisschen zu wenig Ladezonen, habe ich das Gefühl. Und wenn, dann sind die teilweise auch zu weit weg. Moment, das muss ich mal ändern. Das ist ja beschissen hier. Dann machen wir hier nochmal eine Ladezone und da. Dann hier und hier. Oh, wobei das jetzt auch beschissen aussieht. Dann machen wir das da. Und entfernen die hier oben. Das finde ich hässlich. Das ist nicht schön. Hier kannst du mal die Straße entfernen und auch die Ladezone.
So, pass auf, wir müssen weiter gucken. Hier unten habe ich auch Ladezonen. Ich habe aber auch nur einen Eingang. Pass mal auf, das machen wir jetzt auch anders. Da kommt jetzt hier nochmal was weg. Ja, ja, ihr sollt jetzt erstmal, wir müssen jetzt erstmal dafür sorgen, dass hier die Infrastruktur auch stimmt. Keine Ahnung. Bauen. Ja, ja, wir machen hier Kundenparkplatz hin. Ist doch klar. Da Kundenparkplatz und da ist Ladezone ab sofort. Ladezone. Kundenparkplatz. Hier persönlich wird jetzt Fußboden verlegt und zwar hier der mit den schönen Ornamenten, der kommt jetzt hier hin, damit die da durchlaufen können. Und das machen wir hier so in der ganzen Fläche, damit das schön aussieht. So, so, so. Dann geht's hier runter. Dann gucken wir mal hier. Da bauen wir noch eine Ladezone. Hier hin. Dann brauchen wir eine Tür. Und zwar machen wir die dahin. Jetzt können wir nochmal oben gucken, ob ich da nicht noch irgendwas hatte. Nicht, dass da irgendwas vergessen wurde in meiner technischen Brillanz. Das hier sieht übrigens auch total dämlich aus. Da werden wir auf jeden Fall auch mal abreißen. Zack. Das sieht komplett bekloppt aus. Keine Ahnung, was wir da machen. Irgendwas anderes auf jeden Fall. Es geht noch weiter mit der Abrissgeschichte. Da machen wir hier noch zwei Parkplätze weg. Ja, das ist halt, wie es ist, was wir zu machen. Hier unten, der kommt weg, weil es auch dämlich aussieht. So, dann müssen wir, da unten wird irgendwann vielleicht das gebaut, was ich erwarte. Dann bauen wir hier unten hin eine Tiefgarage und zwar exakt da. So, jetzt haben wir gleich kein Geld mehr, das ist aber auch korrekt so. Wo die dann langlaufen, ist mir technisch gesehen scheißegal. Ah, jetzt habe ich die Ladezone davor gestellt, das sieht jetzt auch blöd aus. Wie ist denn der Umsatz hier? Naja, 31, 36, es geht, es ist okay. Nicht überragend, aber halt auch nicht mega schlecht. Was wollt ihr jetzt? Ein Spielzeugladen. Okay. Das kriege ich vielleicht hin. Ich sollte auch ein Kino bauen. Keine Ahnung, wie man das macht. Das könnten wir hier unten irgendwie hinbauen oder so. Oder an die Ecke. Oder vielleicht in die Richtung. Weil das ja da rein muss. Schwierig. Krise. Krise. Ich wollte das eigentlich auch irgendwann gerne beenden, weil gesehen haben wir technisch alles. Bis auf so Sachen wie Kino, Bars und noble Restaurants. Wobei, pass mal auf. Das hier drüben ist ja eigentlich auch nur... Ah, warte mal, da könnten wir... Hier, pass mal auf. Jo, so, zack. Da machen wir was hin. Dann kommen wir hier mit einer Tür und da mit einer Tür. Ist mir egal, ob das jetzt symmetrisch ist. Naja, egal ist mir das eigentlich nicht. Ich kriege da immer leichte Krisenanfälle, aber gut, was willst du machen? Du kannst halt auch, ich kann es halt auch nicht immer allen recht machen. Und vor allem nicht mir selbst. Zack. Da haben wir jetzt erstmal den Fußboden. Da müssen jetzt unsere drei Mitarbeiter wieder angehechelt kommen. Wie sieht's hier aus? Das Lager können wir verwalten. Das ist eigentlich, ist das zu 100% voll. Es wird nur nie voll gemacht, weil offensichtlich nie genug Ware da ist. Da stehen auch ständig irgendwelche Lieferanten unten, die Ware bringen. Lass es geschehen, bitte. Ich habe auch, glaube ich, kein Interesse mit der Kohle und so. Ich habe wahrscheinlich einfach zu wenig Lagerarbeiter. Das wird sein. Also international gesehen zu wenig. Weil da stehen ständig irgendwelche Lieferautos, die versuchen, irgendwelche Lager voll zu machen. Ich habe wahrscheinlich einfach bei allen Lagerstellen dann zu wenig, damit das aufgefüllt wird. Was ist eigentlich hier kaputt? Was ist denn da euer Ziel? Das ist eine ganz neue Sorte, das ist eine ganz neue Art von Rattenpopulation, ne? Junge, Junge, Junge. Krass. Und ich glaube, Ratten werden nur von Bauarbeitern entfernt, wenn ich das richtig gesehen habe. Ratten werden nur von Bauarbeitern entfernt. So, wie sieht's denn hier aus? Was ist denn da euer Plan? Ich hab da extra Müller mal hingestellt und keinen Hausmeister. Ah doch, da hat den Müller endlich abgeholt.
Toll. Das sind auch so super schöne Geschäfte, das muss man einfach auch mal klar festhalten. Die sind super stylisch, das sieht richtig toll aus. Guck mal hier, wie schön die sind. Ach, ein Traum. Der Typ, der da arbeitet, der hat irgendwie so einen sackweiten Weg und da ist auch schon wieder total Krise angesagt, weil anscheinend Fisch total steil geht. Gut, das heißt, weil im Fischladen es brummt, bauen wir da mal zwei Selbstbedienerkassen hin. Das ist mir auch scheißegal, ganz ehrlich, da könnte sich dann da anstellen. Unten die Leiste ist übrigens voll, das muss so sein. Überall ist auch Stau, das ist auch gut. Was haben wir dann? Haushaltswaren. Die Tiefgarage ist fertig. Das ist schön. Da wird auch schon geparkt, wie irre. Wer hat denn Lagermangel? Ach, guck an. Die haben Lagermangel. Das ist ja interessant zu wissen. Das heißt, wir brauchen hier zwei Lageristen. Nimm hier, was weiß ich, irgendeinen Holger. Wird schon was dabei sein. Hier, zack. Habe ich die jetzt eingestellt? Keine Ahnung. Nimm einfach Lageristen und guck auf den Schichtplan. Wir haben da vier, jetzt sind es fünf. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich habe jetzt einen sechsten. Der kann irgendwie mal dazwischen arbeiten. So. Soll nicht rumheulen, Alter. Hier ist überall Krise. Krisenmanagement ist keins vorhanden, weil der ausführende Commander einfach auch keine Ahnung hat. Es werden wieder keine Ratten bearbeitet, es wird nicht gekehrt. Da unten fehlen auch Mülleimer. Es ist eine volle Katastrophe in allen Bereichen. Ich stelle da mal zwei Mülleimer auf und ich stelle mal hier zwei Mülleimer auf. Das ergibt für mich persönlich Sinn. Heißt ja nicht, dass es auch wirklich welchen macht. So, da ist der kürzeste Weg zur Lagerstelle, weil da ja die Anlieferung ist. Deshalb lasse ich den Weg mal da. Da kommen sie auch von unten nochmal da rein. Irgendwo haben wir schon wieder Ratten. Wie sieht's denn aus? Die Fischbude hat sich jetzt erholt durch die beiden Kassen. Bei brauchst du Teer, nimm ein bisschen mehr, brauchst du Teer, hast du nix. Wir haben schon wieder ein Parkplatzproblem. Ich habe doch gerade ein Parkhaus gebaut. Wie kann denn da ein Parkplatzproblem vorliegen? Ach, guck mal an. Da haben sie auch Stress. Machen wir zwei Selbstbedienerkassen rein, dann läuft das schon. Das war da. Das ist hier hinten, da kann ich nichts machen. Das ist hier vorne. Da habe ich schon eine Selbstbedienerkasse. Damit müssen sie einfach leben. Hier ist auch anscheinend Krise. Keine Ahnung. Ist vielleicht einfach der Situation geschuldet. Da ist sowieso Krise. Hier ist lagerbestandsmäßig Krise. Krise? Rattenkrise? Ja, ich kann die Meldung gar nicht so schnell wegklicken, wie sie kommen. Das ist ja Schwachsinn. Das macht ja gar keinen Sinn. Dann lasse ich das einfach. Ja. Das mit dem Restaurant, das hatte ja schon einen Plan. Hier ist ja schon ein Laden. Das muss ich dann nur zuweisen. Da müssen wir mal gucken, was machen wir da. Da machen wir ein gehobenes Restaurant hin. So, zack. Bam. Ich habe keine Ahnung, was ich dafür brauche. Das benötigt gehobene Kochbereiche bauen. Fastfood, Kaffee, gehobene Kochbereiche. Da. Das stellen wir mal dahin, zwei. Was brauche ich noch? Eine Küchendurchreiche muss ich bauen. Ich habe keine Ahnung, die stellen wir einfach mal daneben. Ich brauche ein Lager logischerweise. Pass mal auf, dann nehmen wir das da oben. Dafür brauche ich wahrscheinlich mal einfach auch noch eine Personaltür, die tüdel mir hier rein. Was brauche ich noch? Gehobener Kochbereich, Küchendurchreiche, Kellner, Koch, Köche, Bestelltheke, einen Lagerist, eine Kassierer und ein Lager. Alles klar, pass auf, wir müssen eine Bestelltheke bauen. Wo ist denn die? Da. Die Bestelltheke, die drehen wir rum. Das machen wir jetzt mal hier unten so hin. Da machen wir erstmal direkt so vier.
Dann brauchen wir für den ganzen Quatsch. Müssen wir auch ein bisschen schön machen, die Sache hier, ne? Es muss ja auch ein bisschen nach was, muss ja ein bisschen was hermachen. Wir haben doch hier bestimmt auch irgendwelche Deko-Aspekte. Dann stellen wir da einen Brunnen mitten rein. In die Ecke eine Skulptur. Und eine Eiche würde auch gut passen, aber naja. Wir könnten hier quasi so ein alternatives Lounge-Sofa reinstellen. Da machen wir mal zwei. Wobei das da nicht geht, das muss dann so. Prima. Jetzt ist die Sache erstmal im Rennen. Jetzt müssen wir da aber erstmal zusehen, dass wir das irgendwie bauen. Ich weiß jetzt nicht, wo die alle hin und her laufen. Achso, das ist, ja, ich verstehe, was das ist. Warum die allerdings da außen rumlaufen, das ist mir auch nicht klar. Das ist ja eigentlich auch was man hier... Achso, es ist nachts. Ne? Es ist nachts. Nachts brauchen wir hier nicht erwarten, dass irgendwer groß was macht, weil ich zu wenig Bauarbeiter habe nachts. So, jetzt ist alles tutti. Jetzt können wir einstellen. Und zwar müssen wir erstmal das Lager verbinden, dann nehmen wir das. Die Öffnungszeiten, die machen wir tatsächlich auch von 6 bis 10. Da bin ich eiskalt. Dann brauchen wir Personal. Einen Kassierer in zweifacher Ausführung. Einmal, zweimal. So, wir brauchen Köche. Haben wir was, was Kochen besonders gut kann? Wir könnten natürlich jetzt hier gucken. Das ist ein Comic-Geek. Das ist eine Naschkatze. Das ist Filmfan, Lagerist. Ehemaliger Koch. Den stellen wir ein. Ein Musikliebhaber. Ein ehemaliger Koch. Den stellen wir ein. So, schließen. Wir brauchen Lageristen. Exakt 2 Stück. Ehemaliger Kellner. Den sollten wir Alkoholiker. Was ist der ehemaliger Kellner? Das ist hier. Comic-Geek. Ehemaliger Kellner. Ehemaliger Kellner. Ehemaliger Lagerist. Einstellen. Naschkatze. So, hatten wir da noch einen vielleicht? Einen ehemaligen Lageristen? Keine Ahnung. Da, zack. So, 2 Lageristen wären am Start. Wir hätten einen Kellner. Da hatten wir auch schon welche. Ehemalig und so. Einstellen. Einstellen. Schließen. So. Dann brauchen wir den Schichtplan. Und zwar Zaggi. Zaggi. Zaggi? Und Zaggi. Erledigt. So. Das gehobene Restaurant sieht scheiße aus, aber das macht nichts. Wir schieben mal den Tisch dahin. So. Dann sieht es ein bisschen besser aus. Wir werden sehen. Was ist hier das Problem? Ah ja. Nicht genug Lagerfläche. Es ist aber halt auch, man muss das sehen, wie es ist. Es ist Krise. Es ist einfach, an allen Stellen ist einfach die Hölle los. Ich kriege das gar nicht in den Griff, zu keinem Zeitpunkt. Das wird nie was. Ich brauche mir da nichts vormachen. Da flüchtet einer mit unserem Essen. Es ist anscheinend auch einfach kein Sicherheitsbeamter mehr da. Ah ja, jetzt laufen mal 2 los. Das war wahrscheinlich direkt während dem Schichtwechsel. Die haben sich erstmal schön ein bisschen ihre kleinen Hoden gekraut und haben gedacht, nee, du, heute komme ich heute nicht, komme ich moin. Hier in der Fressbude geht es auch schon total steil. Das heißt, ich muss in der Fressbude schon mal Sachen neu machen. Ich brauche einen Kassierer mehr jeweils. Dann nehmen wir einfach mal den und den. Dann brauche ich vielleicht 2 Kellner noch zusätzlich. Dann nehmen wir ehemaliger Koch, der hilft mir nicht. Ne. Kellner. Kamasutra, habe ich das richtig gelesen? Ist auch egal. Kellner. So, 2 Kellner, 2 Kellner, 2 Kassierer. Sache ist angefixt. Was dies durchreiche Sache zu sagen hat, weiß ich nicht. Ob die das dann da rausheben. Warum sitzen die noch da, wenn keiner mehr da ist? Das ist auch merkwürdig. Aber egal. Wichtig ist, dass wir das haben, was wir haben. Wir sollen den Spielzeugladen bauen. Erzähle einen täglichen Gewinn über 100.000. Okay. Habe ich geschafft. Ich brauche einen Spielzeugladen. Sekunde. Den stellen wir hier vorne an die Kante. Ich baue einen Spielzeugladen. Und zwar so. Den machen wir vielleicht auch direkt ein bisschen größer.